Nachdem Nicole Diekmann Nazis rausgetwittert hatte, hat sie nicht nur einen riesen Shitstorm, sondern auch eine Menge Drohungen bekommen. Daraufhin haben aus Solidarität eine Menge Menschen, Redaktionen, Firmen und so weiter angefangen, selber Nazis rauszutwittern, um zu zeigen, da gibt es eine ganze Menge Leute, die das natürlich auch so sehen. Am letzten Wochenende war 77 Jahre Wannsee-Konferenz, also die Konferenz, auf der die Nazis den Holocaust in vielen Details beschlossen hatten. Das war nochmal für viele Leute ein Grund, sich hinter das so simple Motto Nazis herauszustellen. Allerdings nicht beim Spiegel. Dort war man eher für Nazis rein. Jetzt könnte man ja denken, das ist so eine Clickbait-Headline und dann guckt man erstmal in Ruhe in den Text. Da heißt es dann allerdings ganz klar, dass Nazis einen Anspruch auf einen Platz in unserer Gesellschaft haben. Und wer Nazis raussagt, über den wird sich lustig gemacht. Vielleicht sollte man Nazis zum Mond schießen. Oder vielleicht machen die Leute das ja auch nur, um sich besser zu fühlen. Und sowieso ist man ja nur für Nazis raus, wenn man links ist. Also dass man in der Mitte der Gesellschaft leben, aber keinen Völkermord haben möchte, ist dort scheinbar schwer vorstellbar. Die Nazis haben also 6 Millionen Menschen in den Vernichtungslagern ermordet. Die haben die zum Teil mit Wasser aufgepumpt und platzen lassen. Oder geguckt, bei wie viel Strom ein Baby stirbt. Oder wie man aus der Haut irgendwelche Gegenstände bauen kann. Einfach erschossen, verhungern lassen und so weiter. Die Gräueltaten sind unbeschreiblich und die Liste ist lang. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren dann rund 60 bis 70 Millionen Menschen auf der Welt tot. Und dass man plus minus 10 Millionen rechnen kann, ist ja schon übel. Mindestens ein Kontinent lag in Schutt und Asche und den anderen sah es auch ziemlich schlecht aus. Und diese Leute sollen jetzt also einen Anspruch auf einen Platz in unserer Gesellschaft haben. Da muss ich leider sagen, da wo diese Leute Platz und Anspruch in der Gesellschaft haben, in der könnte ich nicht leben. Und das meine ich jetzt nicht im moralischen oder im übertragenen Sinne. Ich meine schlichtweg, ich wäre tot. Die hätten mich erschossen oder mit Wasser aufgepumpt oder sonst was. Das heißt also, man kann mit diesen Völkermördern und Verbrechern ja keine Koexistenz oder sowas haben. Das hat die deutsche Geschichte 1939 bis 1945 ziemlich klar gezeigt. Wenn jetzt also jemand fordert, Nazis rein und wir sollen denen hier einen Platz geben, dann heißt das für mich, ich muss gehen. Natürlich sind wir nicht so weit. So bescheuert denken nicht viele Leute. Deswegen fand ich es erschreckend, dass der Spiegel das nicht nur online, sondern auch in den Print packt, also dass da beide Redaktionen offensichtlich kein Problem mit haben und das auch so sehen. Das heißt für mich aber, dass ich mit dem Spiegel einfach nicht mehr zusammenarbeiten kann. Ich habe immer wieder Interviews für Spiegel TV gegeben. Ich habe Aufnahmen vom Krieg gegen den IS an Spiegel lizenziert. Die haben Fotos von mir verwendet. Ich habe für die Textbereiche Interviews gegeben und so weiter. Das ist jetzt natürlich vorbei, weil ich mich da nicht nur nicht willkommen fühle, sondern auch wirklich mich bedroht fühle, wenn ich in eine Redaktion komme, wo ich weiß, dass die Headline ist, Nazis rein.